gespannt, Leute. So, Leute, wir befinden uns gerade hier bei Felix Sturm im Fitnessstudio und heute werde ich euch zeigen, wie ein richtiges Disco-Pumper-Training ausschaut. Schön nochmal ein paar Stunden vor der Disco. Hier die Jungs sind auch die richtigen Jungs hier, die sich da richtig warm machen, wie ich hier gerade sehe. Und viele Michigan-Trainer wollen nur da irgendwelche Tipps geben. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich schließe mich den Nutrition Beef an und zeige euch heute mal, wie das Disco-Pumper-Programm ausschaut. Das ist nämlich sehr, sehr kurz, aber sehr, sehr effektiv. Also Leute, kommen wir fangen an. Okay. Das war nur die Hälfte, aber das war gut zum Warmwerden. Dann geht es direkt vorüber. Wichtig ist dabei viel Oberkörper, viel Brust und natürlich Rücken bei dem Club. Bis jetzt mal hier gucken. Natürlich schön V-förmig. Die Brust muss schön prall sein. Wie bei den Bitches im Club. Und dann wisst ihr Bescheid. Und auch nochmal sehr, sehr wichtig vor dem Training. Immer mit langen Oberteilen trainieren, damit ihr euch nach dem Training aussieht, aber dazu kommen wir später. Hier, das ist auch ein Kollege, der fängt im richtigen Alter an mit dem Fitness. Wie heißt du? Luca. Luca. Wie alt bist du? 13. 13, das ist genau das richtige Alter, Luca. Ja. Hau rein, nimm mal 5. Mit 13 Jungs, nehmt euch da ein Beispiel, mit wem bist du hier, mit dem Papa? Nein, mein Opa da, haben sie da. Ja? Ist mit dem Roland und Felix befreundet. Sehr gut. Ja, ich kenne das. Immer weiter so, Luca. Mit 13 ist das richtige Alter. Ich wünschte, ich hätte auch schon in dem Alter angefangen. Aber du bist ein bisschen spät dran. Die Brust muss jetzt einigermaßen aufgepumpt sein. Jetzt gehen wir weiter. Wir können hier eine schöne Bank drücken. Ah, die Bank da vorne ist eine Bank. Da gehen wir hin. Jetzt ein bisschen hier in die Schrägbank, damit die Brust noch schön aufgepumpt ist. Ganze Bitches, wenn ihr die durchzieht, dass sie schön fest dran sind. Wenig Gewicht, Hauptsache die Scheiben sind groß. Das sieht sowieso immer noch viel aus. Gewicht ist wenig und dann drückt ihr einfach. Und sehr, sehr witzig, wichtig beim Training, so auszuatmen. Auch nicht auf diese 90 Grad Geschichten, was euch die Leute sagen, irgendwie so oder so. Mal einfach hochpumpen. Nachdem ihr dann das Ganze so gemacht habt, wie ich, wenig Gewicht, viel gepumpt, dann hatten natürlich auch die weiblichen Gäste im Studio davon Wind bekommen. Und dann geht ihr dann mit diesem Spruch auf diese jungen Damen zu. Da vorne sehen wir natürlich eine gut ausschauende junge Dame. Mein Training dann war mit solchen Sprüchen wie: Entschuldigung, ich bin da unten beim Bankdrücken, das hast du wahrscheinlich gehört. Kannst du mir mal eben kurz die Stange halten? Also der klappt eigentlich immer. Isa. Ja, Bruder. Wie viel Gewicht ist das? Eigentlich 30, Bruder, aber das ist jetzt 15. Beim Training, während der Antwort, einfach die Hanteln nehmen. Also gar nicht nachfragen, ob man die haben kann. Und dann die Hanteln definitiv nur für Bizeps gehört. Und wenn ihr jetzt seht, die Frau in meinem Knie beugen, dann zeige ich euch auch, wir den zur Hand gehen können. Hey, du machst das falsch, warte. Brauchst du Hilfe? Nein, hör auf, ich verstehe nicht gleich. Junge Dame hat, glaube ich, nicht mal alle Tassen im Schrank. Da will man hier den jungen Damen helfen. Da flippen die hier aus. Und dann wundern die sich natürlich, wenn solche Beiträge über Migranten in der Zeitung dann wieder sind. Der kleine Junge
trainiert auf jeden Fall mit mehr Gewicht als unser guter Freund Lars Unlimited. Lebt mehr im Alter von 13. Wirklich weiter so. Immer schön nicht mit dem Rücken arbeiten, schön nur mit dem Bizeps. Ja, solche Szenarien sieht man auch in meinem Studio, da kommen die jungen Damen nicht dran. Warte, brauchst du Hilfe? Ich kann dir helfen? Nein. Okay, normalerweise klappt er auch immer. Aber die junge Dame ist heute ein bisschen eingeschnappt. Auch sehr wichtig beim Training immer die Kette rausholen. Dass die anderen Mitglieder wissen, was Sache ist. Mit schönen Ketten. Weißgold in diesem Fall. Also, damit ihr auch noch mal zusätzliches Gewicht am Nacken habt. Wie ich in dem Fall. So rausholen. Und dann macht ihr noch ein paar Mal. Also ihr seht, so langsam aber sicher. Bin ich leicht aufgepumpt. Dann macht ihr den. Isa, auch ein sehr bekannter Disco-Pumper aus Köln, wie ihr seht. Was hast du heute trainiert, Bruder? Bruder, ich bin platt, Alter. Mein Akku ist jetzt auch schon fast leer. Ich war 15 Minuten in WhatsApp drin, Bruder. Ja? Hab ungefähr so 300 Sätze geschrieben. Und dann war ich 20 Minuten in Facebook. Ja? Das darf man auch nicht vergessen. Da habe ich auch ungefähr so 250 Sätze geschrieben. Ja. Bin ja jetzt auch schon die Kraft weg, mein Akku ist leer. Ja. Ich muss hier jetzt ein bisschen auftanken und dann... Hast du eine Gästeliste klar gemacht heute Abend? Ja, natürlich habe ich. In welchem Club gehen wir? In welcher Stadt? Ich meinte, von einem guten Kumpel namens Magnum nennt er sich. Erkeling. Erkeling, ja, okay, da sehen wir uns. Okay. Also Leute, sobald es fertig ist, sucht euch hier gutes Licht. Könnt ihr euer Oberteil ausziehen dann endlich. Im Optimalfall seht ihr dann so aus. Und dann ist das Training eigentlich erfolgreich. Gut, Nico? Bin ich fit jetzt im Moment? Toll. Aber mein Bester. Du bist der beste Mann. Also Leute, dann stellt euch hier hin, nehmt ihr das Handy, macht ihr ein paar Selfies. Die Bauchmuskeln sind auch so ein bisschen da. Und dann seid ihr eigentlich fit. Also Nacken ist da, Bizeps. So Leute, und als Disco-Pumper nach dem Training braucht ihr nicht irgendwie noch Eiweiß oder sowas. Sondern da habt ihr jetzt mehrere Sachen zur Auswahl. Und ihr nehmt am besten gar nichts, weil ihr dann wahrscheinlich am frühen Abend sowieso Koks oder Whisky oder im Optimalfall beides. Deswegen drauf geschissen. Aber nicht auf Sekt, also generell auf Eiweiß.